Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot, die Nuzlocke Challenge. Beides Mal sind wir nicht wirklich weit durch den Vertania-Wald gekommen. Wir hoffen, dass wir das diesmal hier besser lesen können. Wir gucken nochmal, ob ich die überhaupt geheilt hier, die drei. Ja, habe ich. Gut, dann können wir weiter gucken, ob wir jetzt irgendwie da durchkommen. Wäre schön, aber ich kann nichts versprechen. Denn man weiß, wie das ist. Ne, nachher versprichst du irgendwas und dann schaffst du es dann doch nicht. Und deswegen mal gucken, ob wir jetzt mal irgendwann da durchkommen. Das wäre zumindest sehr schön. Aber wie gesagt, mal gucken. Ja, wir haben jetzt schon ganze zwei Trainer besiegt, glaube ich. Aber wir sind schon richtig, richtig, richtig weit. Und ja, das ist der Vertania-Wald, wer hätte es gedacht. Ja, schauen wir mal. Irgendwann kommen wir durch. Mir schwante schon vor diesen grausigen Stellen, wie zum Beispiel Slivko und sonstiges, halt solche Gegner, die so wirklich ewig dauern, so gefühlt. Ja, das wird noch lustig. Wenn ich da immer zurückrenne oder Fluchtseil benutze oder sowas, um von A nach B zu kommen. Ach, den habe ich auch schon. Da haben wir doch schon drei besiegt. Kann es sein? Wow. Ist ja voll. Ich weiß auch nicht. Auch schön, dass manchmal dann hier im Hintergrund dann irgendwelche Pokémon-Sounds abgespielt werden, wie zum Beispiel das Traupigeräusch oder was auch immer war, was jetzt hier gerade in die Musik eingebunden wurde. Ist schon ganz cool. Meinst du, dass Pokémon sich entwickeln? Nee, das ist mir voll neu. Aber vielen Dank für den Tipp. Nimm ja, du hast jetzt Safcon oder Kokuna oder sowas dabei. Safcon, ja, dann go, go, go. Das wird schon. Chris TV wird das schon irgendwie rumreißen. Ne, mit seinem Giftstachel auf Doom. Ne, bis jetzt sieht es noch gut aus. Ich meine, der Safcon kann wahrscheinlich nur Härtner und Fadenschuss. Von daher, eigentlich haben wir da nicht wirklich was zu befürchten. Was natürlich auch gut ist. Und gleichzeitig ist so, weißt du, so Kämpfe, die sich halt so elend in die Länge ziehen. Und da würde ich mal schon mal sagen, ich mache mal hier kurz wieder den Speed-Modus. Vorsicht, schlimme Musik incoming. Ja, es ist so schnell, aber es ist vergiftet. Das heißt, wir können jetzt auch schon wieder raus aus dem Mist. Jetzt wird hier das Gift ihn dahin raffen wahrscheinlich. Und ich versuche diese lahmen Passagen möglichst schnell vorüberzukriegen. Das ist ja wirklich unnötig eigentlich. Ich drücke da wirklich nur A und es passiert sonst nichts. In der Hoffnung, irgendwann mal hier vorne zu kommen. Was kommt als nächstes? Hey, Raupi, hey! Raupi kann wenigstens Tackle. Tackle, 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 Tackle. Und Fahnenschuss natürlich. Ganz wichtig, Fahnenschuss. Wir können uns jetzt hier tothärten haben, bis zum geht nicht mehr. Damit wir dann so ziemlich keinen Schaden bekommen. Aber die Frage ist, ob das überhaupt nötig ist. Mein 3 Schaden ist schon relativ viel für die Lebensanzeige hier. Rein rechnerisch nach weiteren 8 Tackles wäre ich tot. Frage ist halt nur, kann ich das Raupi besiegen in weiteren 8 Zügen? Ich glaube ja. Shit, das hat einen Tackle gemacht. Ah, siehst du, manchmal zieht es auch nur 2 ab. Also zieht wahrscheinlich 2,5 ab und so was. Von daher, mal 2, mal 3 HP. So rechne ich da manchmal. Wie viel würde es mir beim Miesma abziehen und so was? Mache ich auch in höheren Stufen, nicht nur in niedrigen. Und von daher gucke ich dann irgendwie, wie kann ich da dann so mich retten und vorankommen und keine Ahnung. Noch sieht's gut aus. Komm, lass Safcon und Kokon. Ja, Safcon, ja, schön. Dann bekommen wir dann nochmal ca. 100 EP. Das ist jetzt pures wieder Giftstachel drauf, deswegen Speed Mode activating. Hey, Speed Mode, yeah, ist vergiftet. Noch ein bisschen, komm schon, noch ein bisschen. Ja, komm. Oh, ist nicht mehr vergiftet. Wieso ist es nicht mehr vergiftet? Ach, jetzt. Oh, es heilt sich jetzt nicht mehr mit deinem Gift. Oh, es hat sich wieder geheilt. Zweimal vergiftet hatten wir es jetzt. Was relativ gut ist, dass wir ihn zweimal vergiftet haben. Ich glaube, Giftstachel lassen wir auch auf jeden Fall als Attacke noch eine ganze Zeit lang. Quiz TV ist Level 9. Ein Level noch, da entwickelt er sich zu Bibor. Das ist bestimmt die beste Entwicklung, die Quiz TV jemals gemacht hat. Nun gut, uns erwarten noch ein paar Trainer, ich glaube 2 oder 3.
Mir kommt es so vor, als wäre diese letzte Strecke raus aus dem Vertania-Wald eine ganze Ecke länger gewesen damals auf dem Gameboy. Ich meine, ich kann mich natürlich auch irren, ne? Aber so ist es zumindest in Erinnerung. So, dann meine ich, hier liegt noch ein Item. Siehst du, sage ich doch. Eintrag, hey, der kommt mir fast gelegen. Das Schöne ist, wir bekommen auch langsam ein paar Pokédollar wieder, sodass wir im Notfall irgendwas kaufen können. Hey, warte, warum eine Meile? Ja, weil. Nee. Oh, shit, er hat Ahornleo. Ahornleo Level 9. Ah, ihr dummt. Wir totally dummt. Wir ziehen ihn unglaubliche 1 KP ab. Eigentlich wäre es jetzt sinnvoll, wenn wir jetzt umschwenken auf den Stole, also das Habitat. Weil der hat Schnabel. Das wäre an sich nicht verkehrt. Los, komm. Zeig, was du kannst. Giftstachel. Und vergiftet. Oh, scheiße. Komm schon. Oh, das macht aber auch Schaden, du meine Fresse. Ich hoffe, wir haben Gegengift. Wobei, das nächste Pokécenter dürfte nicht allzu weit sein. Ich hoffe, dass wir es bis dahin schaffen. Ja, Gift natürlich. Aber jetzt hier. Ja, er ist ja erst dran, ist okay. Los, komm. Schnabel. Bäuse. Down. So. 49 für jeden, das ist okay. Hätte zwar mehr sein können, aber na gut, ist es nur ein Hornleo, ne? So, eventuell habe ich jetzt... Ja, ich habe jetzt keinen Trainer mehr auf dem Weg. Ich gucke kurz, wie viel Leben haben wir noch. Wir haben mit Stolle noch 14. Wenn wir jetzt einmal Gift bekommen, bekommen wir dann einen abgezogen, oder wie ist das? Ja, ein KP. Das heißt, ich muss gucken, dass ich jetzt hier relativ zügig durch alles durchkomme. Ja, komm. Wir haben nämlich hier vorne gleich das nächste Pokécenter. Wie geht's ihm? 8. Ach, je. 7. 6. Da ist es. 5. Ach Gott. Zum Glück geschafft. Bevor Stolle down ist. Weil wenn es down ist, dann ist down und dann ist es weg. Verstehst du? Und deswegen bange ich da so ein bisschen. Das ist ja bei Nuzlocke Challenge so, wenn dein Pokémon tot ist, ist es für immer weg. Und das geht nicht. Stolle hat eine Flugattacke. Das geht auch nicht. So, aber jetzt haben wir halt das schöne Erlebnis, dass wir jetzt hier wieder ein Pokémon fangen können. Gucken wir mal, haben wir Pokébälle? Wir haben 10 Stück. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier für ein schönes Pokémon kriegen können auf Route 2. Das andere war Route 2, aber okay. Wieder ein Taubsi. Ist besser als nichts. Jetzt fragt sich nur, was nimmt man da jetzt für eine Attacke? Es ist Level 2 Pokémon. Müsste ich eigentlich Lori einsetzen? Und dann irgendwie irgendwas einsetzen, was mit wenig Schaden macht. Ich glaube, ich habe nur Tackle. Ich habe nur Tackle. Und? Ah, gut. Es reicht. Dann haben wir ein zweites Taubsi für den Notfall. Pokéball, Flieg und Sieg. So, haben wir wieder ein männliches Taubsi. Das ist super. So, wie nennen wir es denn diesmal? Ja, ich muss einen Spitznamen vergeben. Wir nennen ihn mal... Warte, habe ich nicht hier auch klein... Hier auf Select. Ah. Wet. Sam nennen wir ihn mal. Ne? Ist ja auch einer unserer Zuschauer. Also wird der Wet Sam getauft. So. Der Taubsi. So. Schöner wäre jetzt natürlich was anderes gewesen. Aber naja. Besser ein Taubsi als irgendwie so überhaupt nichts. Ne? So, jetzt kommen wir nämlich schon zu einem dieser Trainingspots schlechthin, weil wir müssen jetzt wohl oder übel unsere Pokémon definitiv trainieren,
weil wir sind hier in Marmoria City, hier gibt es unseren ersten Arena-Leiter. Um an den vorbeizukommen, müssen wir definitiv trainieren. Wir haben definitiv die beschissensten Pokémon ever. Und, naja, eigentlich für den Kampf zumindest. Warst du schon im Museum? Ja. Ja, ich will gar nicht ins Museum. Hier komme ich jetzt wahrscheinlich gar nicht durch. Du bist Trainer? Krocke, ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Folge mir! Ist ja toll, dass du mir jetzt die Arena zeigst. Ich weiß, wo die Arena ist. Das ist das Problem. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. Ja, aber nicht jetzt. Andermal. Das heißt, wir müssen halt jetzt wohl oder übel erstmal trainieren. Wenn wir nicht trainieren, dann haben wir hier echt ein schlechtes Spiel. Hier im Museum, ich weiß gar nicht, gab es jetzt hier irgendwelche Pokémon geschenkt? Wahrscheinlich nicht, und selbst wenn, dann dürfte ich die sowieso nicht benutzen. Eintritt kostet 50 Poké-Dollar. Nein, so viel Geld habe ich jetzt nicht. Das Geld muss ich sparen für Gegengift und Co. Habe ich denn jetzt meine Pokémon eigentlich geheilt? Pokémon sind geheilt, okay. Wie gesagt, wir müssen jetzt unsere Pokémon trainieren. Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit wir sie trainieren müssen. Und wenn ich jetzt hier sehe, hier sind Level 2 Pokémon, na dann Prost Mahlzeit. Ich hoffe, hier gibt es auch noch was anderes als Level 2 Pokémon. Hey, ein Raupi, yay! Level 4, wow, es wird echt ewig dauern, bis wir hier durch sind. Bin mir auch gar nicht sicher, auf wen wir unseren Fokus legen sollten beim Training. Wer quasi am meisten leveln sollte. Weil es sind Gesteins-Pokémon. Gesteins-Pokémon sind sowohl effektiv gegen Flug-Pokémon als auch gegen Käfer-Pokémon. Im Moment haben wir nichts anderes. Das ist Wahnsinn. Ne? Von daher, das wird lustig. Ein Radfratz, hey! Das sind Level 2 Pokémon. Wir machen jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen den Schnellmodus, einfach weil das sind 0815 Kämpfe. Zum Training reicht das hier, wenn man es im Schnelldurchlauf sieht. Man muss es ja nicht länger ziehen, als es sowieso ist, ne? Und da ich ja bisher auch nichts Negatives darüber von euch gehört habe, zum Trainieren hier, wenn ich hier den Schnellmodus benutze. Von daher erlaube ich mir mal einen Spaß. Ich überlege auch, ob es nicht eventuell schneller wäre, tatsächlich in den Vitania-Wald wieder zu gehen, um dort zu trainieren. Weil ich meine, die Pokémon dort geben ein bisschen mehr EP, als jetzt hier die Level 2er Radfratz und so was. Eigentlich gab es auf der Wiese da vorne auch wesentlich bessere Pokémon zum Bekämpfen, sodass du schneller leveln konntest, aber irgendwie ist das wohl nicht mehr so. Leider. Ja, komm. Die Musik dahinter ist natürlich jetzt ultra nervig halt in den Schnelldurchlauf. Aber ist besser, als wenn wir jetzt hier stundenlang jetzt hier kämpfen müssen und es passiert nichts. Wir wollen ja auch leveln, ne? So, komm, bisschen noch, einmal noch. So, und dann werden wir mal ein Pokémon austauschen, das dann bestimmt rumlevelt. Wir machen auch mal das hier. Wechseln halt immer auf den Stolle. Weil ist besser für den Levelprozess. Hobby. Wetsam goes into battle. Stolle. Mach mal. Du bist noch ein bisschen besser als Retzem oder Slori. Bei Schnabelattacke. Wir haben echt schlechte Karten gegen den Arena-Kampf hier. Also richtig schlechte Karten. 18 hier, 18 da. Ja, besser als nichts. Alles dauert halt jetzt echt so eine gewisse Zeit lang, bis wir jetzt hier trainiert haben. Aber wie gesagt, das schneide ich nicht raus. Das wird jetzt hier mitgenommen. Auch wenn es noch so lange dauern mag. Das würden wir theoretisch selber hinkriegen. Mit Wetsam. Weil Kokuna hat ja keinen Tackle. Wenn es in der freien Wildbahn vorkommt oder vom Trainer. Damit schnell geht, hier in den Schnelldurchlauf.
Hey, 50, wuhu! Was gegen sowas kann jeder meiner Viecher hier in Ruhe kämpfen. Das ist echt gar nicht schlimm. Und sowas hier dann wieder eher nicht so. Gerade nicht, wenn es ein niedriges Level hat. Aber naja. Wozu haben wir denn die Tauschfunktion? Niemand hat gesagt, dass bei der Nuzlocke Challenge Training nicht erlaubt ist. Training. Ich dauere auch immer so als R-Rolle. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt einfach so. Und die EP-Leiste füllt sich jetzt hier wirklich sehr, sehr langsam. Weil so ein Raupi gibt nicht viel EP. Ach, wieder ein Kokuna. Ja, dann machen wir den hier. Aus down! Das können wir wenigstens. Aber zwei Taubsis dann. Ich überlege, was hat denn der erste Arena-Trainer für Pokémon? Ich glaube, der hat Sandan oder sowas, ne? Hey, Sandwirbel. Das Kokuna hat echt verdammt viel EP gegeben. Das können wir theoretisch auch jetzt selber machen, weil wir sind jetzt schon Level 5. Wenn wir jetzt nicht vergiftet werden. Erster Hit sieht gut aus. Und natürlich sind wir vergiftet. Ja, willst du mich verarschen? So, 14 KP. Super. Was? Achso, ich habe hier das Schild gelesen. 13. 12. Ne, nur nochmal nachgucken, nicht, dass ich mich verzählt habe hier. Ja, 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Okay. Wir haben es heile ins Pokémon Center geschafft, ohne dass Red Sam draufgehen muss. Wir haben schon ganze 4 Pokémon. Wow, das ist, wow. Es hätten 5 sein können, hätten wir nicht das erste gleich verkackt. Dann hätten wir auch wieder einen Taubsi gehabt, ne? Ich glaube, das erste Pokémon, das wir da hatten, das war auch ein Taubsi. Aber was, Radfatz? Ich weiß es nicht. Kann sein. Naja, das passiert halt, wenn man scheiße ist. Hey, guck mal, Taubsi, yay! Taubsi versus Taubsi. Ja, Tackle ist mal tot. Glaub ich das. Irgendwie und irgendwann. Ich überlege echt, ob ich jetzt hier so lange trainiere, bis wir einen Tauboga haben oder ähnliches. Also bis wir Bibo haben, auf jeden Fall. Ich glaube, Bibo werde ich auch tatsächlich bis Level 12 trainieren. Wobei, es ist halt auch scheiße. Weil du hast dann später halt im Kampf dann Kleinstein. Kleinstein ist ein Gestein-Boden-Pokémon. Boden ist ineffektiv. Nein, Gift ist ineffektiv gegen Giftattacken. Und dann sind wir sowieso schon am Arsch wegen Flugattacken. Und warum kämpfe ich hier eigentlich, obwohl ich schon wieder halb tot bin? Ich habe keine Ahnung. Weil es noch gerade so gut ging. Okay. Also wir haben in diesem Arena-Kampf echt schlechte Karten. Wir haben keine Möglichkeit, uns jetzt hier noch großartiges Pokémon zu beschaffen. Und wir sind im Elementen klar im Nachteil. Aber sowas von im Nachteil. Nein, ich wollte nicht die Beute. Ich wollte hier Pokémon tauschen. Ich glaube echt, dieser erste Arena-Kampf wird uns am meisten Kraft fordern. Und ich weiß noch nicht, wo wir die hernehmen sollen. Ich fürchte echt, wir leveln erstmal so nach und nach jetzt jedes Pokémon von uns hier jetzt auf Level 12. Ihr könnt jetzt mal in den Kommentaren darüber bestimmen, ob ich das jetzt rausschneiden soll, die Levelphase bis Level 12. Oder ob ihr da jetzt noch weitere 5 Folgen hier die Levelphase sehen wollt.
Das müsst ihr halt mal mitentscheiden. Oder ob ihr da so eine wirklich schnelle Folge halt haben wollt, wo ich einfach drüber kommentiere, wo ich dann einfach hier nur am Labern bin und sowas. Das wäre, glaube ich, eine Maßnahme, dass ich halt dieses Training wirklich in eine Folge halt packe, diese halt wirklich stark verschnellert, den Ton rausnehme oder sowas, damit dann, keine Ahnung, nicht diese nervige Musik da ist, die leicht überspielt ist und sonstiges. Und da ich dann halt dazu irgendein Thema anspreche, was euch so interessiert oder sowas. Könnte ich mir ja durchaus vorstellen. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, wie dann die nächste Folge verlaufen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, so hätte ich zumindest für euch dann einen Videobeweis dafür, dass keins der Pokémon gestorben ist. Oder wenn eins gestorben ist, dass dann halt eins gestorben ist. Aus dubiosen Gründen, warum auch immer. Man weiß ja, wie das manchmal ist. So, jetzt wieder ins Pokécenter, weil der Stolle ist vergiftet. Sollte ich aber auf jeden Fall überleben. Vom Gift her. Theoretisch. Praktisch, mal gucken. So. Heilen, ja, mach mal. Mach mal wieder heile hier. So, und dann, wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, wie wir darüber verfahren werden, wie wir jetzt weiter trainieren werden. Ich bin gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon, die Feuerrote Edition, die Nuzlocke Challenge. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.